Moin, meine lieben Drohnenfreunde. Heute nehmen wir euch auf dem Vlog mit. Man hört's am Hall. Wir sind hier im Hangar, fliegen gleich mit der guten alten PA-28, die wir im Hintergrund hier sehen, mit meinen zwei Jungs. Da, oh. Daniel, beziehungsweise Daniel ist da und dem Malte sind bei uns für technische Spezialthemen und so zuständig. Und wir fliegen nach Süddeutschland zu einer sehr speziellen und ziemlich coolen Sache. Was das ist und wie das alles funktioniert und was das für eine coole Drohne ist, das gucken wir uns gleich nach dem Intro an und los geht's auf unseren Vlog. Als erstes müssen wir beim Check vor dem Flug den Flieger trainieren. Ich habe hier unten auf der Unterseite der Fläche, die ist ein bisschen schmutzig, aber da habe ich die Möglichkeit, ein bisschen Sprit abzunehmen. Und wenn sich Wasser im Tank bilden würde, dann würde ich das eben hieran sehen. Da schauen wir einmal gegen Himmel und schauen, ob da keine Verunreinigung, kein Wasser und so im Tank ist. Und das schütten wir einfach wieder gut in einen Tank rein. Wir müssen eh gleich nochmal packen. Trainieren auf mehreren Seiten. Zusätzlich gucken wir uns hier dann auch den Motoröl an und dann geht es gleich los zum Tanken und dann fliegen wir los nach Süddeutschland. Hier haben wir unsere Flugvorbereitung über mehrere Seiten unserer ICAO-Karten für die Region und ansonsten Navigation auf dem Tablet einfach noch parallel zur Sicherheit am Laufen. Da starten wir einfach mal alles, dann geht's gleich los. So, da gehen wir mal durch. Vorflugkontrolle haben wir abgeschlossen, Papiere sind hinten Endanflug war nicht perfekt, weil es war ein neuer Platz, den ich nicht kannte. Aber morgen früh geht's los zu unserem Termin. Was das wird gleich spannend. Und wenn es dir bis hierhin gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben, auch kommentieren und auch gerne uns abonnieren. Dann bleibst du immer auf dem neuesten Stand, was auch Drohnentechnik, Drohnenrechtslage und so weiter angeht. Und vielleicht können wir ab und zu auch ein paar Videos mit den großen Fliegern machen. Und morgen früh geht's in den Termin. Was das wird, das gucken wir uns jetzt gleich zusammen an. Wir sind jetzt angekommen und hinter uns ist das Objekt der Begierde. Kommt mit, wir schauen uns den Flieger an. Das DJI Dock-System werden wahrscheinlich einige von euch schon mal gesehen haben, was das Ding so kann oder können soll. Ist das erste in Deutschland. Wir werden das auch in den nächsten Videos, werden wir das Ganze auch live jetzt nachher dann ausprobieren und verschiedene Missionen zusammen machen. Wenn du da dabei bleiben willst, natürlich jetzt schon gerne abonnieren und dann kriegst du auch die nächsten Videos zu dem DJI Dock mit. Komm mal näher und wir gucken uns mal so ein bisschen was zu der Technik jetzt hier im Nahbereich an. Also das System ist wirklich sehr kompakt, also ist genauso breit wie ich sozusagen, also relativ kompaktes System mit der M30T, also mit eben, wie man es kennt, Wärmebild und so weiter als Hauptträgerdrohne. Aber
Die Drohne ist nicht die serienmäßige M30, sondern wenn man jetzt hier unten drunter guckt, habe ich diese Zusatzanbauten. Ich habe auch ein LTE-Modul mit drin, also kann neben der Standardfunkstrecke auch per LTE die Drohne steuern und habe hier an der Seite die Kontakte für das Laden der Drohne auf dem Dock. Das heißt, diese Streifen, die ich hier habe, wenn die Drohne gelandet ist, die würden zusammenfahren und hier seitlich würden die Ladekontakte, wenn die Drohne dann hier drin sitzt, würden die Ladekontakte reinfahren in diesen Kontaktbereich, um die Drohne dann zu laden. Prinzipiell fahren diese beiden seitlichen Teile vom Dock dann hier drüber, um natürlich auch einen Wetterschutz zu haben, weil die Station soll ja 24/7 irgendwo mitten auf der Industrieanlage stehen, entweder Inspektionsflüge oder auch Vermessungsflüge, Security-Flüge durchführen. Und hier an der Seite habe ich so eine Art Mini-Wetterstation, auch mit einer kleinen Überwachungskamera, wo ich eben von Remote aus sozusagen Start und Landung und so der Drohne überwachen kann, auch mit einer Ausleuchtung. Und habe eben meine Wetterstation, damit die Software automatisch auch sicherstellen kann, dass die Drohne nicht bei schwierigen Bedingungen startet. Wir gucken uns gleich nochmal jetzt im Folgevideo zusammen an, wie das Ding automatisch aufgeht, wie es parametriert wird. Ich habe hier die gleiche Fernsteuerung wie mit der normalen M30, mit der ich eben die Einstellungen und so von der Drohne mache. Der Haupteinsatzzweck des Ganzen ist aber der vollautomatisierte Flug. Und wenn du daran Interesse hast, als Industrieunternehmen oder was auch immer, ich möchte so ein System einsetzen, ich brauche da mehr Infos, was für Softwaremöglichkeiten gibt es, dann frag uns von der Europ. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Wir fliegen jetzt nachher wieder zurück nach Bielefeld. Schön, dass du dabei warst.